Hallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zum Rennen in Japan. Der Virus hat gerade einen Witz erzählt, grüß dich. Ja, und zwar ging es darum, wenn ihr aus meiner Sicht ganz oben rechts bei dem Kameramann guckt, da seht ihr eine rote Ferrari an sich. Kannst du die auch sehen, Camillo? Und er so, nee, kann ich nicht, ich stehe nicht so weit hinten. Ja, sorry, das ist leider nicht drin gewesen. Also, ein So, Boxenstopp. 13 Runden fahren wir, okay, dann stoppe ich auf 6. Na, meine Reifen werden mir danken. Nein, nee, nee. So, dann machen wir doch mal. Jetzt geht's los. Alles Silber hinter mir ist ja schlimm. Hallo? Oh, diese Ampel, ne? Oh, der Start war gut. Oh, Bottas hat sich sofort den Hamilton geangelt. Das war ein starker Start gut gemacht. Ah, Hilfe! Du Pisskrücke, Hamilton! Oh, dreh mich doch nicht, Mann! Du Kräuterelse! Ja, Kollision, Verwarnung. Wieso kriege ich immer die Verwarnung? Ihr sagt wohl nicht mal ganz bei Toastbrot. Ich hab einen gelben Spoiler, das gibt's nicht. Und bin nur noch Vierter. Ein kleiner Fehler meinerseits, ey, und dann hat der Hamilton das sofort ausgenutzt, die Sau. Und hat mich natürlich sofort rausgeballert. Hülkenberg ist Dritter. Da wollten meine Bremsen nicht. Oh, mein Frontspoiler ist ja nur gelb, wohl, aber der will trotzdem nicht mehr um die Kurven. Ja, das kenne ich. Vorne links bei mir. Ach, scheiße, jetzt habe ich auch vergessen, das Benzingemisch anzupassen. Aha. Mann, Hölki, du bremst mich hier echt aus. Ey, ich will ja nichts gegen dich sagen, aber mein Auto ist dreimal schneller wie deins. Ich Ja, komm. ich weiß. Alter, ich komm da nicht hinterher. Bleibt stehen. Habe ich schon mal gesagt, ich hasse Mercedes. Jetzt gerade. Ja, gut. Fürs Protokoll. Roll! Ich hau mir da. Oh, Rechtskurven sind ja grauselig geworden. Gucken, dass ich mir keinen roten Spoiler hole. Gelben reicht mir. Vorne, links, rechts. Ja, ich habe auch nur einen gelben, aber trotzdem. Selbst alleine! Kommt aber spät. Meine Reifen sind schon durch, das ist das Problem. Deswegen, der Bottas setzt sich schön ab und an Hamilton komme ich nicht ran. Jo, Valtteri, mal genau, mach weiter so. Okay, wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert. Hamilton bleibt stehen. Der ist gut unterwegs, so. Ja, der Bottas noch besser, du. Ich kann nicht ganz so fahren, weil ich einen gelben Ja, ich Spoiler auch. habe. Das Ja. ist ganz bescheuert. Das merkt man schon voll, obwohl er nur gelb ist. Ja, war jetzt uncool gewesen, hier zu überholen. Hallo, Hamilton. Hast du mich schon vermisst?
Ja, jetzt habe ich dich. In der nächsten Kurve bist du dran. Ich hänge hinter dem Hülkenberg. Sehr schön. Oh, Hamilton, du Kleine. Dann meint er mich noch ficken zu wollen, du. Mein Arsch bleibt Jungfrau, geh bloß weg, ey. Ja, ich habe den Hamilton gut ein mitgegeben. Normalerweise müsstest du gleich. Ja, ich habe gerade vergessen, diese eine Kurve vom Ziel, diese kleine S-Kurve, wo du richtig stark abbremsen musst, musste ich gerade voll geradeaus abkürzen. Hab jetzt 3 Sekunden Zeitstrafe gekriegt dafür. Aber die kann ich noch verschmerzen, weil ich als letzter ein paar Plätze gut gemacht habe. Wo ich jetzt an Hamilton rangekommen ist was anderes. Bottas, der macht da vorne sein eigenes Ding. Jo, 6 Sekunden Zeitstrafe. Was, 6? Ja, ja. Wegen Überschreitung, bla, Abkürzung. Ach, scheiße. Jetzt dreh ich die scheiß Karre auch noch wieder rum, ey, dieses scheiß Ding. Ach ja, ist doch zu kotzen, ey. Läuft ja wieder wie am Schnürchen. Na, 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 na. Na, 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 na. Und wenn sie bald am Müller steht, dann tut sie es haben froh. Oh. Das ist Arbeit, Alter. Das glaubt man gar nicht. Jo. Boah, ey, Bottas, schnall dir den Anker um oder so. Hülkenberg ist aber echt gut unterwegs, hat er hart, ey. Ja, ja. Oh, so schnell bin ich doch gar nicht. Warum drehst du mich denn nach draußen, ey? Da ist grün. Grün, da wird's nicht. Oh, diese Karre, ey. Muss man nicht verstehen, ey. Die haben manchmal da falsch programmiert, kommt mir vor. Oh. Oh, wie die alle hinter mir sind. Love the raid. Die 6 Sekunden aber voll für den Horst, ey. Komm schon, gib Gas, scheiß Kurve. Oh, wie lange man sich so ranknabbern muss. Oh ne. Mann, seid ihr weit weg. Ja, ich versuche mich gerade hier mit dem Bottas da. Jetzt müssten auch gleich die Leute alle an den Box gehen. Ja! Ja! Sehr schön. Hamilton ist rein in die Box. Na gut, da müssen wir ja gleich auch noch hin, von daher. Ja! Ja, ist ja schön, mein Hintermann interessiert mich da nur nicht. Sagt er mir, jo, behalt die Lücke einfach so bei. Hintermann hat eine Zeitstrafe erhalten. Ich sag, ja, der Vordere, der interessiert mich nicht, der Hintere. Bottas, Seltsamer Bottas. Ah.
Nee, lass mal doch. Holla. Einmal zu viel auf die Tankanzeige geguckt und schon hat man einmal Hallo dem Gras gesagt. Wenn der Bot das jetzt reinfährt, dann fahre ich noch eine Runde. Tschüss. Alter Krötenstreichler. Da reingefahren? Hä? So, jawohl! Sag ja, der Bot das ist reingefahren. Aber fährst du gleich rein oder ja. was? Habe ich vor. Danach? Ja, für dich ist das nicht schlecht, da kannst du vielleicht deine Zeitstrafe noch. Oh, 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 oh. Meinst du Position behalten? Ja, weiß ich nicht, ob das ganz klappt, aber. Scheiße, jetzt habe ich eine halbe Sekunde oder sowas wieder für den Arsch, weil ich aufs Kiesbett mal kurz bin. Oh, mit dem Spoiler, auch wenn er nur gelb ist, aber das ist eine Ackerei für einen Idioten. Ja, ja. Vorher war er gerade noch grün, jetzt wird er richtig gelb. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Nur die Ausfahrt nicht verpassen. Kleines Dings zu spät gebremst. Nein, 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 nein. 5 Sekunden Stopp and Go Strafe wegen rasender Boxengasse, das gibt's nicht. Dass ich das bei dem mal erleben darf, ey. Nein. Los, los, los. Das heißt, er muss noch mal die Box. Oder das wird hinterher einfach draufgerechnet, das weiß ich natürlich nicht. Ja, wird es. Wenn du es nicht machst. Aber das ist ja nicht so toll. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Na scheiße, jetzt bin ich doch mal wieder Zweiter geworden. Der Dritter meine ich wegen Bottas. Fuck. Boxenstopp. Den Bottas kriege ich doch nie auf 5 Sekunden. Oh. Wupp. Der Funk rauscht, was hast du gesagt? Ja. Ah, oh, jetzt. Da. Oh, dreh dich doch nicht, du bist doch eine Pissratte, ey. Mann, ihr könnt dich doch... Du Pizzo, Mann! Okay, alles klar. Boah, dieses Auto. Verarsch mir, ja. Ganzer Vorsprung für den Arsch, Mann. Unser Abstand zum Auto vor ja, ich hab ja Glück, dass ich... Ja, jetzt noch die scheiß Nase. Ja, die habe ich. Scheißkämpferei jetzt. Die Nase habe ich extra ausgestellt, dass die orange bleibt. Nee, das musste ich jetzt machen, weil gelbe. Gelb, rechts grün und Reifengelb und. Nee. Muss ich natürlich wieder Sprechmittel fahren. Nun komm! Scheiß Boxengasse, dauert ja ewig. Naja. Oh, ist ja gar nicht. Ach, Mann! Mach mal doch nicht das Haus zu! Fahr doch! Ich glaube, Problem ist, ich brauche gegen Bottas gar nicht antreten.
Weil den kriege ich nie im Leben auf 5 Sekunden. Oh, ich schmeiß mich einfach mal dazwischen, Mädels. Hey, 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 was ist mit dir denn ein? Du verdammter Bastard, ey! Sprich mit deinem... Du gottverdammte Schwein, hat er umgetreten. Straße. Hirnfuck, Alter. Das... Ja, hier, da, Mann. Blöden Penners, ey. Fahrt zu Ende da und dann ist gut. Ja, ich musste sowieso deins dann rausschneiden. Dann. Da drehen die mich, da schieben die mich und drehen mich um, Alter. Nehme das. Das ist nicht mehr normal. Nö, nö. Ja, da. Keine Überholen. Renn. Was? Rennsteuerung. So. Manche Wörter lese ich so selten, da weiß ich gar nicht, wie man sie ausspricht. La 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 la. Wie viele Runden muss er denn noch? Runde 10, okay. Oh, die Kurve war aber weit außen. Jo. Ich werde eh nur Zweiter wegen den 5 Sekunden, deswegen. Ich glaube nicht, dass ich den Bottas so weit auf Abstand kriege. Ah, wegen diesem scheiß orangenen Spoiler, da kommst du auch nicht mehr gescheit. Ja, weit gezogene Kurven, die ziehen sich ganz schön an. Da drehen die mich rum, ey. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran! Wagen hinter mir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 2,5 Sekunden. Ja, guten Abstand, Daniel, fahr weiter. Konzentrier dich. Na, bringt nur nichts, weil der nur 2,5 Sekunden Abstand hat. Ja, dann ist das halt so. Die Waldfee. Mal gucken, was noch geht. Jo, 3 Runden, sehr schön. Okay, geht in Ordnung. Du hast plus 3 Sekunden Vorsprung auf Bottas. Oder? Ja. Nee. Doch, 380. 880. Aber wenn da noch 5 raus wird, wäre geil. Also du hast jetzt bei Walter Bottas steht jetzt plus 4,449. Nice, weiter so. Wenn er jetzt noch ein bisschen drauf kommt, dann habe ich's. Hey, hat es gerade der Abstand etwas kleiner geworden wegen den Kurven. 4,8. 4,4. 4,6. Oh, yeah, yeah. Konzentrier dich, Digga, das schaffst du. 4,6 bleibend. Ja, verbessert dich auf 4,7. Jawohl, 4,7. Steht kurz vor 4,8. Ja, wegen dieser Kurve nicht so. 4-4. Ja, er muss ja auch noch durch die Kurven durch, deswegen. Ja. Ich habe jetzt mal auf Fett gestellt. 4-6. 5. 2. 5.
5, 6. Ja, hier verliere ich ja jetzt eh wieder. 5, 7. 5, 9. Hey, ja. 6,3. Nice. Buja, Baby. 1,35. So will ich das sehen. Hast auf jeden Fall 6 Sekunden hast du jetzt vor. Trotz und das mit einem Dings-Spoiler, du. Ja, man hört, sehe man staune. Letzte Runde, ne? Dann. Gut, wenn ich das Fettgemisch jetzt nicht hätte, hätte das, glaube ich, alles knicken können. Also du brauchst gut auf 7 auf. 7, Doch gut, dass ich diesmal so viel Benzin bei hatte und nicht nochmal nachgebessert habe, weil sonst hätte ich jetzt nicht auf Fett stellen können. Oh, ich hasse diese Kurve. So. Bitte lass es reichen. So, also 7,8. 7,9. 8,0. Auf jeden Fall safe. Bis bei 8, 7. Ja, na, wir werden es gleich sehen. Ah, da ist er durch. Ja, hier steht noch eine 1, aber gleich mal gucken, ob die 1 auch bleibt. Ja, auf Podium ist auf jeden Fall Baby. Das war ein Kampf. Damit die weißen Wechsel nicht ganz alles kriegen hier. Wow. Ja, plus 10 Sekunden, weil du es zweimal hattest. Oh. Was? Ehrlich jetzt? Plus, hab ich... Also mal 2 plus 10 Sekunden. Was, wo habe ich die denn weg? Das möchte ich jetzt gerne wissen. Krass, Rennleitung. Vorfälle. Kollision mit Hamilton verursacht. Okay, Achtung. Oh, scheiße. Ich komm, ich geh da wieder raus. Bei mir ist da so viel Geld, da geht schon gar nicht mehr. Kurve abgeführt. Stop and go habe ich gekriegt, ja. Und 5 Sekunden wegen nicht erfüllter Stop and go. Ja gut, okay. Dann ist ja, mir das auch wurscht. Ja, aber dieses wolltest du ja extra partout nicht, ne? Das war nee, ja trotzdem sonst... durchfahren, damit du erster bleibst. Alter Verwalter, ey. 3 Sekunden hatte ich noch gut auf den. Ja, das muss man erst mal schaffen, ey. Und ich Jawohl. Dachte schon so, warte mal, erst ein Foto. Ja. Scroll mal runter, Camilo. Dann könnt ihr das auch nochmal sehen gerade. Ja, meine lieben Freunde, ich würde sagen, das war's. Ein ganz schön spannendes Rennen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, macht's gut. Ciao, ciao. Ja, tschüss.